Ja, hallo, da ist wieder mal Andreas, der Teilzeitnomade. Ja, heute bin ich auf einer Baustelle, wie man sieht. Also hier wird gearbeitet. Es ist Samstag, dafür ist heute keiner da. Aber wir wollen heute eben mit David ein bisschen über Klimaanlagen und Heizen mit Klimaanlagen sprechen, beziehungsweise auch hier sehen wir, welche Fenster auch möglich sind, die er im letzten Video, das ich unten verlinke, vorgestellt hat. Also auch solche Fenster oder Balkontüren etc. sind möglich. Also heute geht es eben noch ein bisschen um Fenster bzw. um Heizen und Klima. Und ich gehe jetzt hinunter in den unteren Stock, wo David schon auf mich wartet und uns einige Dinge dazu erzählt. Noch einmal ganz kurz, das ist jetzt das Erdgeschoss sozusagen, wo auch eine große Glasfront eingebaut wurde, die von David geliefert wurde und installiert wurde. Und draußen sieht man auch, da kommt dann irgendwann auch noch die Terrasse hin, also richtig hell durchflutet. Ein Seitenfenster haben wir da auch noch. Ich bin David Reit, Firmeninhaber von Reed Solutions. Wir haben uns letztes Mal wegen Fenstern schon getroffen. Jetzt spreche ich etwas über einen Klimaeinbau. Bei einem Klimaeinbau, ich zeige inzwischen einmal einen Kreislauf auch dazu. Bei einem Klimaeinbau haben wir ja eine Inneneinheit und eine Außeneinheit. Es ist ja wichtig, dass wir zu der Inneneinheit die Leitungen reinbringen müssen. Daher ist es auch wichtig, dass wir das schon vorplanen, weil wir können zum Beispiel die Rahmenverbreitung direkt bei der eine Rahmenverbreitung beim Fenster machen und da einen Platz rauslassen, damit die Leitungen eingezogen werden können. Aber wir können ja auch die Wand durchbrechen. Dazu werde ich noch ein Beispiel zeigen. Ich zeige auch hier noch mal ein kleines anderes Bild, da, wo der Kühl- und dann umgekehrt der Heizungsablauf gezeigt wird im Klimakreis. Das ist ja wichtig, weil wir können ja jetzt schon optimal mit einer Klimaanlage auch heizen, wie auch kühlen. Das Planen der Anlage ist auch noch wegen einer Stromversorgung sehr wichtig. Also nicht nur, wo wir die Leitungen reinbringen, weil das braucht auch Strom. Deshalb ist hier ist es verborgen. Aber im normalen Fall könnte eine Leitung oder eine Steckdose auch hier platziert sein, wodurch wir die ganze Sache angehen. Eine Hilfe zu den Klimaanlagen ist in Ungarn ein H-Tarif, was die Stromversorgung angeht, wodurch man einen reduzierten Preis bekommt. Deshalb ist es hier auch schon direkt so eingebunden. Ich hatte ja gesagt, wir können auch kühlen und heizen. Wir machen in der Grundlage schon so, dass zum Beispiel bei diesem Apartment, wir haben hier drei Stockwerke und in jedem wird eine Heizungs- und optimalisierte Klimaanlage eingebaut. Diese Klimaanlagen haben 2,5 kW Leistung für die Kühlung, was ideal ist, und eine verstärkte 4,5 kW Leistung für die Heizung. Diese Klimaanlage hat hier noch einen Sensor, was ein sehr guter Teil von der Anlage ist, nämlich durch den Sensor kann entschieden werden, ob die rauskommende Luft direkt auf uns gerichtet werden soll oder gegen uns, dass wir dann keine starke Ventilation haben oder einen Zug dadurch merken, was ja auch hilft, wie oder wo uns wir befinden. Die Anlage kann sich dazu optimalisieren und das entsprechend machen. Wir haben ja auch oben noch einmal eine Anlage, die das Stockwerk da versehen wird, und wir haben unten noch eine Küche, da werden wir ja auch noch mal eine Anlage mit drin haben. Einmal den Wanddurchbruch und wie die Leitungen hier reinkommen. Wir sehen ja eine Kondensationsleitung, zwei Leitungen für den Heizkreis und eine elektrische Leitung, was ja die Außeneinheit und die Inneneinheit miteinander verbindet. Und hier sehen wir ja das Gestell, woran die Inneneinheit angehängt wird. Die Klimaanlagen haben eine Kupferleitung, eine weiche Kupferleitung,
und die haben keine Verdichtungen, also das wird voll metallisch verbunden. Bei einer Installation ist es sehr wichtig, dass wenn die Einheit verbunden ist, dann soll die Klima einmal Vakuum abgesaugt werden, damit es keine Luft in dem Kreislauf und in dem System gibt, dass nur die Kühlflüssigkeit in dem ganzen System ja nur übrig bleibt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt bei dem Einbau, der vor Augen gehalten werden soll. Und ein anderer wichtiger Punkt ist eine Minimumlänge der Leitung. Die soll mindestens 3 Meter sein. Also wenn wir auf den 2 Seiten der Wand die Innen- und die Außeneinheit haben, dann verrohren wir bei der Außeneinheit 3 Meter Leitung. Das ist deshalb wichtig, dass der Kompressor der Außeneinheit geschützt wird. Denn wenn die Leitung zu kurz ist, dann wird der Kompressor sehr viel in Anspruch genommen und dadurch wird er kaputt gehen. Das bedeutet, dass wir eine neue Außeneinheit brauchen, weil der Kompressor selbst kann nicht nur ausgetauscht werden. Und das wird dadurch geschützt, dass wir genügend Leitung auch in dem Minimumfall drauf lassen. Neben dem ist es noch äußerst wichtig, bei den Klimaanlagen die jährliche Reinigung zu machen. Bei der Reinigung haben wir 2 Versionen. In der ersten Version machen wir eine Reinigung mit der Hand, mit Tuch, aber mit einem Desinfizierungsmittel, was den Schimmel löst, was den Schmutz löst in der Inneneinheit. Wir nehmen auch die Luftsiebe runter, die waschen wir direkt auch durch. Diese Reinigung machen wir also jährlich auf jeden Fall, aber alle 2 Jahre empfehlen wir eine stärkere Reinigung, nämlich wir machen das auch mit einer Anlage und mit Druck versehen, nämlich durch den Druck wird dasselbe Desinfizierungsmittel mit reingepustet in die Inneneinheit und das löst auch den Schimmel auf oder das, was festliegt, auch raus aus dem Ganzen, was wir mit der Hand nicht rausbekommen könnten. Also das empfehlen wir auch alle 2 Jahre auf jeden Fall zu machen, weil das ist ja sehr wichtig, dass diese Luft, die reinkommt durch die Einheit oder die abgekühlt wird durch die Einheit, dass die auch sauber ist, weil wenn Schimmel drin ist oder Pollen drin ist, weil das nicht das Sieb richtig ausgewascht wurde, dann haben wir ja innen keine Frischluft. Das wäre auch ein sehr wichtiger Punkt. Bei der Außeneinheit, wir sehen ja hier dann die Verrohrung, wie das durch die Wand rauskommt, mit den 2 Leitungen, mit der Elektrikleitung. Hier kommt ja dann das Kondensatwasser rausgeflossen unter der Außeneinheit. Und hier haben wir ja den Kern der Anlage, weil hier ist der Kompressor drin, der Verdichter drin, das Expansionsventil drin und in der Inneneinheit kommt ja auch nur die Ventilation und die Abkühlung. Die Konsole, das ist eine verlängerte Konsole, die eine Isolierung noch entsprechend annehmen kann. Das ist auch beim Planen wichtig, damit wir danach keine Ärger damit mehr haben. Das Fenster oder die Fenster, die Glasfront von außen. Ich hoffe, man sieht das, weil es relativ bewölkt ist und von hinten die Sonne ist. Also ich bin hier im Gegenlicht, aber sehr hell das Ganze gestaltet. Und hier kommt eben dieser Balkon, wo man dann einen wunderschönen Blick über das Medjeck-Gebirge hat. Das war heute wieder ein interessantes Video mit David. Wer mehr dazu wissen möchte, ein Angebot vielleicht oder Informationen oder sich einfach mal unverbindlich informieren möchte, ich verlinke seine Homepage wieder in der Videobeschreibung, einfach anschreiben, er spricht, wie ihr hört, sehr gut Deutsch und alles weitere bitte mit ihm klären. Ja, das war's wieder mal für heute, euer Andreas.